Hallo und herzlich willkommen. Heute den zweiten Teil, neue große Gefahr für die Honigbienen. Ja, ich komme da nochmal auf die Kommentare zurück. Einige meinten, wir würden Panik verbreiten. Er wäre mit diesem Film gar nicht einverstanden. Ja, was soll ich jetzt da wieder zu sagen? Erstmal machen wir keine Panik. Und zweitens muss man das Insekt verstehen, die asiatische Hornisse. Was ist das für ein Insekt? Das ist ja jetzt schließlich kein Marienkäfer. Ja, die asiatische Hornisse ist ein gefräßiger Räuber. Und eine einzige Hornisse frisst pro Stunde 6 Honigbienen. Und die hauptsächliche Nahrungsquelle sind nochmal die Bienen. Natürlich zählen dazu auch andere Insekten, aber hauptsächlich sind es die Bienen. Ja, und wenn man jetzt mal schaut, die Größe der Nester der asiatischen Hornisse und das umrechnet, nehmen wir mal an, das Nest hat 2000 Hornissen und die haben ja Hunger, die müssen ja was zu fressen haben. Und wenn ich das jetzt nicht nur pro Stunde mal rechne, sondern das einfach mal auf der Tag gerechnet, bei 2000 Hornissen, dann sind 12.000 Bienen innerhalb von einem Tag weg. Ja, jetzt kann man sich das ja so ein bisschen ausmalen, wie das ganze Ausmaß sein wird, wenn eine asiatische Hornisse mal in diese Bienenstöcke reingeht. Das ist ein wirklich ganz großes Problem. Und da sagt einer, ja, wenn es dann soweit ist, dann gibt es dafür auch eine Lösung. Ja, welche Lösung soll das denn sein? Mit Giftspritzen ist ja nichts, tötet man wieder andere Insekten ab. Die einzige Maßnahme ist, vor den Fluglöchern die Mäusegitter davor zu lassen, damit die asiatische Hornisse nicht reinkommt. Das ist die einzige Maßnahme, die man machen kann. Ansonsten, wie in Frankreich, wie schon erwähnt, die Nester werden in Frankreich entfernt und vernichtet. Ja, die Nester muss man zuerst finden und ich hatte auch dazu aufgerufen, und es hatte noch einige geschrieben, in Karlsruhe sind es auch schon gesichert worden. Das war eigentlich Sinn der Sache. Wer hat Erfahrungen damit gemacht oder wer hat solche Insekten gesichtet, damit man mal sieht, wie sich das Insekt verbreitet. Ja, Panik machen ist da ja keine Rede. Mit dem Coronavirus, da wird Panik gemacht. Aber man muss die Realität ins Auge sehen. Das ist das ganze Problem. Und die asiatische Hornisse wird sich hier in Deutschland immer weiter verbreiten. Und da ist gerade das Problem, wenn ein Insekt, was nicht hereingehört, das Ökosystem stört, dann gibt es ganz große Probleme. Und selbst die einheimische Hornisse hat gegen die asiatische Hornisse keine Möglichkeit, die irgendwie sich dagegen zu verteidigen. Die sind einfach zu viel. Die asiatische Hornisse, die ja harmlos ist, ich habe noch nie mit Hornissen hier, einheimische Hornisse, Probleme gehabt. Aber die asiatische, die wird ein Problem sein. Ja, wie ich schon mal gesagt habe, abwarten und Tee trinken. Aber ich hoffe, dass mehr Kommentare hier unten reinkommen, dass die Leute sich melden und schreiben, welche Erfahrungen sie schon gemacht haben mit der asiatischen Hornisse. Ja, da bleibt es abzuwarten. Die Winter, die werden immer wärmer. Und es werden immer mehr Probleme kommen. Ja, und gerade für die Imkerei. Ja.
Soweit jetzt hin, Teil 2, große Gefahr, neue große Gefahr für die Honigbienen. Wir sehen uns bald wieder.